Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist, also lasst uns zocken. Wir zocken heute Goodbye Deponia. Und wir haben letztens da aufgehört, wir müssen immer noch dieses, Mammutfellrelais, dieses, nein, das war ja, Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfellrelais finden. Also eher gesagt holen, das hat der Cletus in seinen Koffer und der Koffer ist ja im Zimmer, aber da können wir irgendwie nicht rein, weil Cletus noch drin ist und wir warten immer noch, bis das Essen fertig ist. Aber in dem Zeitpunkt bis dahin weiß ich nicht genau, was ich machen muss. Wir haben jetzt Kleiderbügel, alles möglich. Wir haben Bosus Anzug, den will er dem anziehen, weil er immer noch denkt, diese komischen Pocken da. Staub haben wir, einen Korkenzieher, Pfefferstreuer, Salzstreuer, Zimmerschlüssel Nummer 5, Zahncreme, Kopfkissenbezug, ein Fischmesser, dann noch Kleiderbügel, Papiergeld, Tasche und ein Shampoo. Was wir damit... Ja, ich rock gleich auch ab. Was wir damit genau anfangen sollen, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier raus. Vielleicht kann ich da draußen noch irgendwas machen. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Cool, war sogar richtig. Keine Ursache. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. So, jetzt haben wir keinen Salzstreuer mehr. Kleiderbügel. Machen wir hier mal den Pelikan. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Glitschig. Oh. Hä? Fisch? Was sollen wir jetzt mit dem Fisch? Sollen wir das den zacken? Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Geil, war sogar richtig. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Ja, können wir das vielleicht mit... Na, großartig. Da hat man schon mal Schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Kann man den... Na, machen? Großartig. Da hat man... Ah, ich glaube, ich war... Schon wieder falsche Taste. Ich glaube, ich weiß, was ich damit machen kann. Ja, vielleicht der Plan mit dem, mit dem Hellseher da. Weil er ja irgendwas machen muss. Da denkt er, wegen dem Shampoo können wir vielleicht so zusammen machen. Ah, vielleicht geht das ja. Damit wir hier diesen komischen Glubschtypen da kriegen. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Autoehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja. Ach, komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage... Verstehe, das kann eine Weile dauern. Ich finde, du siehst gut genug aus. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Ja, zum Glück haben wir ja Shampoo. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir, ich muss duschen. Dann können wir jetzt eigentlich, weil der Typ beobachtet ja Leute, wenn sie beim Duschen singen. Sag ich doch. Oha. Das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Dann gehen wir mal durchs Fenster nach draußen.
können wir ja hier... Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Puga, puga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Puga, puga, schalali. Puga, puga, schalala. Können wir jetzt vielleicht hier... Ja... Können wir jetzt was mit dem hier machen? Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Vielleicht können wir das ja hier öffnen. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Können wir den Korken jetzt vielleicht benutzen, den hier zu schließen, das Leck? Cool. Können wir das Einzige, was dieser Staub kann, ist den Hustenreflex zu triggern. Aber das macht... Triggern. Was machen wir denn jetzt mit dem Ding hier überhaupt? Jetzt kommt er damit das durch. Das Gespenst, Freund der Schlange. Dann gehen wir mal hier raus. Hm. Ein paranoider Fatzke. Jetzt mal ehrlich, was kann ich jetzt überhaupt noch machen? Ich weiß es gar nicht. Was sollen wir jetzt mit dem leeren Glas? Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Na, vielleicht können wir das sagen. Das eine erzeugt Husten, das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Ach, die Schüttelpockeninfektion war es, ja. Das eine verursacht Husten, das andere Schnupfen. Das macht schon mal 50% der Symptome. Das eine erzeugt, das macht schon... Dann haben wir schon mal... Jetzt habe ich noch... So, dann haben wir schon mal ein paar Teile. Nicht nötig, da hat's schon rein. Aber wo kriegen wir jetzt einen Teller her? Das ist die Frage. Können wir vielleicht hier unten beim Pelikan noch was machen mit dem Glas oder so? Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Wollen wir tauschen? Fisch gegen... Gut, dann eben nicht. Fisch gegen Bargeld? Ich sollte mein Geld lieber... Ich denke... Och, Mann. Ah ja, das nimmt ja nur... Wir brauchen... Ja. Aua! Da war ja was. Können wir das vielleicht aufschließen? So ein Ärger, dieser Auto. Nimmt nur Münzgeld, ich weiß. So, ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Die läuft doch. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Dauert das hier noch? Home. Verdammt. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ich weiß jetzt wieder nichts. Ich habe jetzt so viel schon geschafft, aber... Ich weiß nicht, was ich mit den Sachen anstellen soll. Ich frage mich, wann das Essen da fertig ist. Ich brauche noch den Anzug von Cletus, weil ich mich ja mit dem als den verkleiden muss und dann verstecken. Ach du Scheiße. Ich bleibe lieber in Deckung. Aber wegen Oppenbot, okay. Können wir hier oben vielleicht was machen? Nee. Nö, hätte ja sein können.
Vielleicht kann Boso oder so mir Geld wechseln. Oh, was? Guck mal, ich habe etwas Geld gefunden. Prima. Dann kannst du ja endlich deine Schulden zurückzahlen. Was denn für Schulden? Erstens die 60 Slotti, die du von mir geliehen hast. Und dann hast du um weitere 60 Slotti gewettet, dass es sich bei dem Aktenvernichter um einen Wunschbrunnen handelt. Das war ein Wunschbrunnen. Ich habe mir gewünscht, dass wir quitt sind. Und jetzt rechne mal nach. Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Ich brauche Kleingeld, also das Papiergeld in Münzgeld zu verwandeln. So. Das muss ich nicht bezahlen. Es war ein Geschenk, im weitesten... Danke, dass ich deine Tasche nehmen darf. Das habe ich nie gesagt. Warum auch? Freunde verstehen sich auch ohne Worte. Ja, Freunde verstehen sich auch ohne Worte. Darf ich jetzt... Nichts da, ich... Und ich... Ich sag... Ist ja schon gut. Mann, lass mich doch den Dings nehmen. Ich erzähle ihm lieber nicht von Mr. Toffee. Boso hasst Spinnen. Und erst recht kann er es nicht ausstehen, wenn man sie nachts mit seinen Nasenhaaren spielen lässt. Hey, Doc, du rätst nicht hier. Ich bin... Och, Menno. Immer bist du mich. Diesen Techno-Mumpitz überlasse ich, Doc. Mein eigener... Och, Mann, was soll ich jetzt machen? Hier nochmal die Sprech... hier dran nochmal. Hallo? Zimmer 1. Oh, wie kann ich... Ups, verwählt. Verwählt. Kein Problem. Ach Mann, das ist doch so scheiße. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Ich könnte den Schraubenzieher zwar gebrauchen, aber ich komme da nicht dran. Das ist blöde. Ja, vielleicht können wir dem... Für die aktuelle Phase meines Untrags. Oh. Zeit für die... Hätte ja sein können, Junge. Hätte ja sein können. Nee. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ich bleibe lieber in Deckung. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das was hier oder wenig... Alarm schlagen. Also dieses Glas ist komplett leer. Naja, dann speichere ich mal kurz. Laden, speichern, neuer Speicherplatz, speichern. So. So ein Zwischenspeicher jetzt mal gemacht. Nicht Hauptmenü, ich wollte weiterspielen. So. Wer braucht schon Werk? Ganz schön. Ja, scheiß Schraubstück hast du da. Welche Lebensform hat Haare auf den Beinen und frisst ihren eigenen Ehegatten, deine Mutter? Ja, cool. Schlüssel sieht doch aus wie so ein Schraub. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür, deine Mutter? Okay, vielleicht können wir hier, ne? Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Deine Mutter. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Deine Mutter. Hey, das ist richtig hart hier mit den Mutterwitzen. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Ja, okay. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Deine Mutter. Ja. Was bekommt auch die heftigste deine Mutter? Das kennen wir schon. Bargeld? Was ist rosa, hat eine Rüsselnase und dein Vater steckt all sein Geld hinein? Deine Mutter. Die Tasche haben wir ja schon. Okay. Ah, den fallen dir Sachen ein,
Haben wir hier noch irgendwas anderes? Die Tasche, Kaffee, nö. Vielleicht können die da unten das wechseln. Was kostet es mich, wenn ich vor euch drankommen möchte? Es kostet dich die Seele, die da wird schmoren im ewigen Feuer. Es kostet dich deinen Stuhl am Tische des jüngsten Gerichts. Es kostet dich den Frieden in dir selbst für Ewigkeit. Es kostet dich alles. Es kostet dich nichts. Oha. Könnt ihr eventuell rausgeben? Was kostet es mich? Oha. Könnt ihr eventuell rausgeben? Könnt ihr vielleicht die Tasche nehmen? Wie wäre es mit einem kleinen Tauschgeschäft? Nein. Aber ich hab doch noch gar nicht gesagt, was... Ihr habt ja keine Ahnung, was euch da entgeht. Ja, ihr habt wirklich keine Ahnung, was euch da entgeht. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Hier gibt's doch nichts mehr. Mysteriöse Wäschesekte. Benutzt du vielleicht Papiergeld? Hier! Da. Oh, das ist aber weich. Ah, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun, auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Was habe ich jetzt? Aha! Kann ich zur Toilette gehen? Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Was soll ich machen? Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Ist aber sogar noch ein Klostein. Was noch? Nochmal spielen? So, das war's dann hier, ne? Dann gehen wir mal da oben hin. Wir haben jetzt abgespielt, haben jetzt in die Kloschüssel gegriffen und einen Klostein rausbekommen. Jetzt können wir ja unten Dings gehen, zum Pastetenautomat. Und mit der Münze eine Pastete bekommen. Verdammt! Die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Jetzt ist doch... Klostein vielleicht. So ein ehrlicher Auto... Ey, was ist das für eine Veranstaltung? Na, hör mal. Das ist vielleicht ein... Und ein bisschen kleiner geworden. Mann, dieses Klopapier ist wirklich extrem... Na, hör mal. Das ist vielleicht ein bisschen dreckig, aber... Oh, Moment. Und Mann... Was soll ich jetzt noch machen? Was soll ich jetzt noch machen? Das eine verursacht Husten, das andere färbt die Zunge blau. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Ja, wow. Aber ich kann nichts mit der Pastete holen. Nix Pastete. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus.
Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut. Ich finde... Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Du sollst dir mal die Haare schneiden. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Diese Kapuze hat uns bereits viel Freude bereitet, aber ihr Potenzial ist noch nicht erschöpft. Wie, ihr Potenzial ist noch nicht erschöpft? Können wir da noch was reinmachen? Eine Münze? Nehmen wir mal an, ich würde zufällig das Geld auf deinem Tisch vergessen. Würde die Welt dann trotzdem untergehen? Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, Rufus. Lässt sich das Schicksal denn vielleicht durch Gewaltandrohungen einschüchtern? Nein, denn das Schicksal kann Shai-Hulu und hat außerdem eine geladene Plasmapistole unter seinem Tisch kleben. Das war nur so eine Frage. Okay, ich wickel dich. Ich sehe, dass du verzweifelt bist, Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Ja, hat er recht. Ach, Mann, ich weiß nicht, was ich richtig jetzt machen soll. Wir haben jetzt wieder eine ganze Folge, haben wir jetzt eigentlich nur den Typen aus der Toilette geholt. Und Toilettenpapier gekriegt und einen Klostein und eine Münze, die nicht in den Pastetenautomat passt. Hier, kannst du vielleicht kleiner machen, die Münze? Guck mal! Prima! Was denn für Ersten? Und das war... Ich habe mir ge... Und jetzt rechnen... Nein, kann ich nicht. Komm, Mann, drück die Münze da rein, bis es nicht mehr geht. Was nützt das Sch... Wer braucht... Dumm! Aua! Wie verzweifelt ich schon bin, ich weiß nicht mehr, was zu tun ist. Nee, noch einmal mal nee. Münz vielleicht? Ich denke da zum Beispiel... Klopapier ja, vielleicht? Damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber das hier ist deutlich lustiger. Nein, das brauchen wir ja. Nee, das können wir auch nicht machen. Ja, aber das... Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Zu spät. Ich bin ja auch sehr... Okay, ich hab's ja... Ich trage selten... Oh Mann, Alter, ich weiß nicht, was ich jetzt zu machen habe. Ich habe jetzt total keine Ahnung. Die Heizung ist aus und das soll auch so bleiben. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wieder hinbekommen würde. Ich denke hier vor allem an die Umwelt. Die Heizung nicht. So, jetzt gehen wir hier mal zum Geist. Er hat gesagt, Benz. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Jetzt lass mal hier Fenster gehen. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Ja, aber was sollte das... Aber jetzt haben wir so ein Bettlaken. Das ist schon mal was. Nicht nötig. Da für ein Spannbettlaken ist es enttäuschend unspannend. Ich vermute mal, es liegt am ausgeleierten Gummi. Jetzt haben wir ein Spannbettlaken, aber ich weiß nicht, was ich damit jetzt anstellen soll. Wir haben jetzt so viele scheiß Sachen gefunden. Aber was genau wir damit machen sollen... Es ist ein... Außerdem ist er komisch. Kann ich es vielleicht anziehen?
Solange ich noch Platz im Mantel habe, lasse ich meine Sachen lieber am Mann. Dann geh nochmal heulen. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Du bist der Größte, Rufus. Naja, ich will mal sagen, dann haut rein, Leute. Dieser Part ist nur ein bisschen länger als geplant. Diesmal 25 Minuten, aber ich hatte irgendwie, hab irgendwie doch was gewusst und dann irgendwie nichts. Wir haben jetzt nur den Typen aus der Toilette rausgekriegt, der jetzt so ein Spannbettlaken bekommen von dem angeblichen Gespenst. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Euer Rooney. Ciao.